Ich heiße Sie herzlich willkommen zum SpIFA Fachärztetag 2021. Ich freue mich sehr, Sie zu unserer digitalen Veranstaltung hier in den Bedernau-Studios begrüßen zu dürfen. Ich bin Jessica Hanneken und ich darf Sie, liebe Gäste, vor den Bildschirmen, aber auch die Referentinnen und Referenten hier vor Ort, die nächsten zwei Tage durch den Fachärztetag 2021 begleiten. Nun darf ich aber an den Gastgeber übergeben, den Vorsitzenden des SpIFA, Herrn Dr. Dirk Heinrich. Wir freuen uns sehr auf Ihre Keynote und die Eröffnung des SpIFA Fachärztetages 2021. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen zu Hause oder am Arbeitsplatz, in der Praxis, in der Klinik, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen des Präsidiums des Spitzenverband Fachärzte Deutschlands, aber auch im Namen aller 33 Mitgliedsverbände unseres Verbandes zum SpIFA Fachärztetag 2021 begrüßen. Zum zweiten Mal senden wir aus einem Studio, dieses Mal aus den Bedernau-Studios hier in Berlin. Wir haben hier sehr, sehr gute Bedingungen und ich hoffe, dass die Übertragungen alle sehr, sehr gut funktionieren. Wir sind überzeugt, das wird es sein. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann geben Sie uns Rückmeldung, damit wir das gegebenenfalls verbessern können. Wir warten gleich den Minister, er hört schon zu und deswegen werde ich jetzt ein paar einführende Worte zu den politischen Themen sagen, die wir gleich mit dem Minister zusammen diskutieren wollen. Natürlich kommen wir an dem Thema Corona nicht vorbei. Wir sind im zweiten Jahr der Pandemie. Die fachärztliche Versorgung, das glaube ich, kann man sagen, funktioniert. Wir haben auch in der Pandemie unseren Versorgungsauftrag in Klinik und Praxis gegenüber den Patientinnen und Patienten wahrgenommen, wenn auch in der ersten Welle unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Anfangs ohne Schutzausrüstung haben sich Ärztinnen und Ärzte, aber auch eben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere die medizinischen Fachangestellten, die Krankenschwestern in den Krankenhäusern, der Situation gestellt und die fachärztliche Versorgung sichergestellt. Es hat Umsatzeinbußen gegeben. Es gab natürlich auch eine gewisse Zurückhaltung. Es gab auch die Vorgabe, bestimmte elektive Eingriffe und Untersuchungen erst einmal zurückzustellen. Das hat auch dazu geführt, dass es zu Umsatzeinbußen im fachärztlichen Bereich gekommen ist. Dafür gab es einen Schutzschirm, sowohl für die Kliniken, aber eben auch für die niedergelassenen Praxen. Das hat auch sehr gut funktioniert, wurde von den KV'n auch sehr gut umgesetzt. Jetzt in der zweiten und vor allem jetzt in der dritten Welle haben wir eine ähnliche Situation. Die Einbußen sind vielleicht nicht ganz so groß. Es gibt auch andere Gründe. Der völlige Wegfall der Infektwelle, die wir sonst im Februar haben, hat natürlich sowohl bei Fachärzten, aber auch bei Hausärzten zu entsprechenden Umsatzeinbußen geführt. Der Schutzschirm, der dieses Mal konstruiert wurde, verfehlt sein Ziel. Er ist zwar für die MGV da, aber für die extrabudgetären Leistungen, für die EGV, ist eine, ich kann es nur so sagen, sehr merkwürdige Konstruktion gefunden worden, dass quasi die Ärzte das aus eigener Tasche umwirtschaften von der linken in die rechte Hosentasche, indem man Rückstellungen der KV'n dafür verwendet. Dieses Geld ist aber jeweils gewidmetes Geld. Das ist nicht aus Jux und Dollerei zurückgelegt worden, sondern es ist für einen Zweck zurückgelegt worden. Wenn man es jetzt Zweck entfremdet, muss man für den ursprünglichen Zweck wieder neues Geld zurücklegen. Also das ist keine Lösung und ich kann Ihnen nur sagen, wir empfehlen den KV'n, dieses einfach nicht umzusetzen. Wir halten es im Übrigen auch für rechtswidrig, da ansonsten eine strenge Trennung zwischen EGV und MGV vorgeschrieben ist. Wir hoffen natürlich alle, dass solche Dinge nicht mehr so lange anhalten. Das Impfen ist natürlich die Lösung. Wir haben ja nun auch so viele wissenschaftliche Daten mittlerweile, dass wir wissen, dass es auch eine Lösung und nicht nur eine, sondern die Lösung ist, um aus der Pandemie herauszukommen. Es funktioniert auch sehr gut. Das Impfen hat zunächst einmal unter Priorisierungsbedingungen stattzufinden. Dazu waren auch Impfzentren notwendig. Und jetzt kommt es zu dem sicherlich besseren Weg insgesamt, nämlich dem Impfen über die Facharzt- und Hausarztpraxen. Das gilt es an dieser Stelle auch einmal zu betonen. Man liest ja meistens nur von Hausarztpraxen, die impfen. Es sind genauso Facharztpraxen, die impfen. Und die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen ist groß. Wir stellen uns dieser Aufgabe, wir führen das auch durch, wir unterstützen das sehr, sehr aktiv. Auch das ist ein zusätzlicher Aufwand und wir stehen hier vor einem weiteren Marathon, denn Millionen von Menschen zu impfen in Arztpraxen ist keine banale Aufgabe. Sie erfordert zusätzliche Zeit, denn die normale Versorgung muss ja auch weiterlaufen. Das heißt, hier werden Mittagspausen, hier wird nach dem regulären Sprechstundenbetrieb oder an Wochenenden geimpft. Dieser zusätzliche Aufwand ist groß. Wir leisten ihn
Und wir hoffen, dass das auch entsprechend von der Politik wahrgenommen wird, dass man endlich merkt, wie groß der Rückhalt ist, den dieses Gesundheitswesen in der Fachärzteschaft eben hat. Und wir stellen diesen Rückhalt dar. Wir wollen aber auf diesem Fachärztetag den Blick jetzt nicht nur auf die Corona-Krise werfen, sondern wir wollen den Blick nach vorne richten, in die Zukunft hinein. Wir stehen ja in einem Wahljahr mit einer bedeutenden Bundestagswahl am Ende oder ja, fast am Ende dieses Jahres mit der Bundeskanzlerin, die uns jetzt 16 Jahre lang geführt hat, die nicht mehr antreten wird. Es wird also ausgesprochen sehr spannend werden. Wir wissen auch nicht, welche Koalitionen dabei herauskommen. Wir haben aber als Fachärzteschaft ganz klare Vorstellungen, was eine zukünftige Bundesregierung für eine gute weitere fachärztliche Versorgung umsetzen sollte. Und da ist unser Punkt 1, wir brauchen eine dringende Stärkung des Kerns unseres Berufes, nämlich des freien Berufes des Arztes. Denn nur dieser Beruf garantiert unseren Patientinnen und Patienten unabhängige ärztliche Entscheidungen. Der freie Beruf ist in seiner Verpflichtung gegenüber dem Patienten in dieser Form einmalig. Und er hat auch eine Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit. Und der Kern dieses Berufes ist in Gefahr. Denn wir erleben zunehmend, und das betrifft jetzt ganz besonders unsere Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken, aber auch in medizinischen Versorgungszentren, die von Kapitalgesellschaften mehr oder weniger offiziell geführt werden. Hier ist die ärztliche Entscheidungsfreiheit und Unabhängigkeit in Gefahr. Wir hören das immer wieder. Wir haben die Berichte der Kolleginnen und Kollegen, die uns vorliegen, dazu. Und hier ist es dringend erforderlich, den freien Beruf in seinem Kern zu schützen und die ärztliche Unabhängigkeit zu garantieren. Dazu gehört auch eine Gebührenordnung für Ärzte, die wir seit 30 Jahren als nicht renovierte Version vorliegen haben. Das ist ein seltsamer Vorgang, muss man schon sagen, denn gerade diese Woche habe ich gehört, dass die Gebührenordnung der Rechtsanwälte letzthin angepasst wurde um 10%. Die für die Steuerberater ist gerade jetzt angepasst worden um 10%. Und das so en passant, ohne dass man da groß drüber redet, das geht einfach dann hoch. Jeder, der dann diese Dienstleistung in Anspruch nimmt, wird das auf seiner Rechnung wiederfinden. Allein die Ärzte müssen warten, warten, warten. Und das, obwohl wir jetzt alle Hausaufgaben erledigt haben. Die GOE liegt vor in einer ärztlichen Version. Sie wird in der nächsten Woche veröffentlicht werden, auch mit den entsprechenden Preisen. Danach werden Verhandlungen mit der PKV und auch den Beihilfeverbänden geführt. Und dann wird eine fertige GOE auf dem Tisch des Ministers, lieber Herr Spahn, auf Ihrem Tisch liegen. Und dann erwarten wir letzten Endes die Genehmigung. Denn eine GOE, eine Gebührenordnung, ist ein definitorisches Merkmal unseres Berufes. Und wir bitten hier nicht, sondern wir haben einen Anspruch darauf, dass dies umgesetzt wird. Alles andere wäre ein schwerer Schlag gegen diesen Beruf. Und damit wäre auch die Versorgung mittelfristig mindestens auch gefährdet. Das ist ein wichtiges Thema. Aber es gibt noch ein zweites großes Thema, was uns in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen muss. Das ist die Frage des ambulant-stationären Übergangs. Die Frage: Haben wir in Deutschland zu viele Krankenhausbetten? Machen wir zu wenig ambulant? Und wenn wir ins Ausland schauen, wenn wir nach USA schauen oder auch nach Großbritannien, in andere Länder, dann sehen wir, ja, Deutschland macht noch zu viel unter stationären Bedingungen. Hier ist ein großer Nachholbedarf und hier liegt auch ein großes Potenzial darin, Gelder einzusparen und umzulenken in die ambulante Versorgung. Wobei wir nicht sagen, dass wir damit Krankenhäuser abschaffen wollen, aber wir wollen die Strukturen so verändern, dass mehr ambulante Medizin stattfindet und das in einer guten Gemeinsamkeit zwischen niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten und krankenhausbasierten Fachärztinnen und Fachärzten. Am Ende stellen wir uns einen Hybrid-Facharzt vor, der in beiden Bereichen zu Hause ist. Und die Struktur wird den Bedingungen folgen und nicht umgekehrt. Wer die Veränderungen, die notwendigen Veränderungen an dieser Stelle nur über Gebührenordnung oder direkte strukturelle Veränderungen durchsetzen will, wird dafür mindestens 10 bis 20 Jahre brauchen. Der SPIFA hat einen ausgearbeiteten Vorschlag für eine derartige Veränderungsprogrammatik vorgelegt. Der ist sofort umsetzbar. Der geht bis in die einzelnen Paragraphen des SGB V und ist eine Aufforderung an die Politik, mit uns darüber zu diskutieren und das möglichst rasch umzusetzen, damit die medizinische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten mit fachärztlicher Medizin in Zukunft mehr ambulant als stationär stattfinden kann. Das ist ein großer Wunsch aller Patientinnen und Patienten. Sie möchten ihre medizinische Versorgung ambulant stattgefunden haben sehen. Das war jetzt ein komischer Satz.
möchten nicht unbedingt immer ins Krankenhaus, wenn es auch vermeidbar wäre. Und ich glaube, dem sollte man sowohl von der Politik aus entgegenkommen, aber auch von den anderen, die im Gesundheitswesen hier beteiligt sind. Die fachärztliche Versorgung in der Klinik, aber gerade auch in der Praxis, ist eine der großen Stärken unseres Gesundheitswesens. Das unterscheidet uns von vielen, vielen anderen Ländern, wo Sie Wochen und Monate auf eine fachärztliche Untersuchung warten müssen. Das müssen Sie in Deutschland nicht, auch nicht unter Corona-Bedingungen. Das ist den Menschen zu verdanken, die in diesem System arbeiten. Das ist den Fachärztinnen und Fachärzten und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. Dieses System gilt es zu stützen. Das macht unser Gesundheitswesen zu einem besonderen und zu einem in der Welt bewunderten Gesundheitssystem. Und unsere Aufforderung an die Politik und an die Parteien, die die nächste Regierung stellen wollen, ist, das zu beachten und das zu unterstützen. Alles andere wäre aus unserer Sicht fahrlässig. In diesem Kontext wollen wir auf diesem Fachärztetag nun diskutieren, natürlich auch über die anderen Themen, die wir natürlich die uns auch bewegen, Digitalisierung, das Impfen, andere Themen. Wir freuen uns sehr darauf, in den nächsten 2 Tagen ins Gespräch zu kommen mit vielen, die wir eingeladen haben zum Diskutieren, aber auch mit Ihnen zu Hause. Und wir hoffen auf einen regen Austausch und deshalb freue ich mich sehr auf diesen Fachärztetag. Und der Fachärztetag ist hiermit auf jeden Fall mal eröffnet. Vielen Dank, Herr Dr. Heinrich. Ich sehe gerade und habe auch von der Regie das Zeichen bekommen, dass Herr Bundesgesundheitsminister Jens Spahn uns zugeschaltet ist. Lieber Herr Minister Spahn, wir freuen uns außerordentlich, dass Sie heute den Spiefer-Fachärztetag 2021 virtuell mit eröffnen. Und wir freuen uns außerordentlich, dass Sie sich diese Zeit in dieser Pandemie nehmen und uns heute Ihre Keynote halten wollen. Ihnen ein ganz herzliches Willkommen. Vielen herzlichen Dank. Heißt das, ich darf direkt loslegen? Herr Minister Spahn, Sie dürfen sofort loslegen. Ich würde gerne noch an die Zuschauer den Hinweis mitgeben, dass wir im Anschluss an Ihre Keynote noch die Zeit haben, mit weiteren Vorständen und Herrn Dr. Heinrich und Ihnen, Herr Minister Spahn, einmal in den Austausch zu gehen. Auch dafür schon mal vorab ein herzliches Dankeschön. Und jetzt, Herr Minister, the stage is yours. Ja, vielen herzlichen Dank und schönen guten Tag an alle, lieber Herr Heinrich, das ganze Team vom SPIFER, aber vor allem auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem digitalen Kongress. Einmal mehr ein digitaler Austausch in dieser Pandemie. Ich erinnere mich noch gut auch an die ja, ganz analogen physischen Treffen, auch mit dem Verband und mit Ihnen allen. Und ich hoffe auch, da kommen wir wieder hin. Ich denke, es wird uns manche Videokonferenz erhalten bleiben. Das macht auch vieles leichter. Aber es ist genauso wichtig, sich ab und an mal in die Augen zu schauen. Und im Übrigen auch die Gespräche jenseits der offiziellen Tagesordnung sind mindestens genauso wichtig wie das, was auch an wichtigen inhaltlichen, fachlichen besprochen wird. Und das alles, dieser Tag ja in einer Phase in der Pandemie, die nochmal besonders schwer ist, aber auch in einer Zeit, die in Deutschland gerade mit dem Wahljahr, mit dem, was ansteht, politisch besonders herausfordernd und spannend ist. Und ich weiß, dass natürlich auch Ihr Verband Sie alle fachlich diskutieren und sich intensiv einbringen, aber natürlich auch politisch. Und da, das vermengt sich ja auch in aller Regel zu einer fachlich-politischen Diskussion, die wir jenseits der Pandemie seit vielen, vielen Jahren in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen, aber vor allem auch bei ganz unterschiedlichen Projekten immer wieder haben. Zur Pandemie, wir sind gerade in einer sehr schwierigen Phase. Nach 13, 14 Monaten sind wir allermeisten eigentlich alle pandemiemüde. Ich bin es auch. Ich bin es genauso leid wie alle anderen auch und will da raus. Das Virus ist nur noch nicht müde. Im Gegenteil, es verändert sich. B.1.1.7, eine Mutation, die uns jetzt sehr beschäftigt, die die dominierende ist, mit über 90% mittlerweile beim Infektionsgeschehen und die uns, nachdem wir ja mit der zweiten Welle die Abklang, die uns die Erwartung brachte, im Abklingen, dass März und April deutlich besser werden würden können, die dann auf einmal als dritte Welle uns ganz neu auch wieder vor Fragen des Belastungen des Gesundheitswesens stellt. Und ich komme ja gerade auch aus einer Pressekonferenz mit Herrn Professor Wieler. Man kann über Inzidenzen auch streiten, obgleich die Inzidenzen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen sich als ziemlich guter Parameter
erwiesen haben. Es ist nicht der einzige Parameter, zu keinem Zeitpunkt je gewesen. Natürlich muss man das alles immer in einem Kontext mit anderen Parametern. Wie hoch ist die Positivquote? Wie entwickelt sich diese LPG? Wie ist der R-Wert? Wie ist das Infektionsgeschehen? Welche Altersgruppen infizieren sich gerade besonders? Ist es ein Ausbruch wie bei Tönnies? Ist es diffuses Ausbruchsgeschehen? All das nehmen wir natürlich mit rein. Aber wir sehen schon über die letzten Monate, dass die Inzidenz an sich erstmal ein guter Indikator für die Frage ist, wo muss man denn besonders hinschauen und auch Maßnahmen ergreifen. Die härteste Währung ist allerdings tatsächlich die Belegung der Intensivstationen, weil die ist sehr eindeutig und die ist auch nicht täuschbar. Die Patienten, die dort mit Covid-19 behandelt werden, beatmet werden, das ist tatsächlich tagesaktuell ja nachvollziehbar, was passiert. Und dort sehen wir wieder stark steigende Zahlen, übrigens ja nicht nur auf der Intensivstation, sondern in den Kliniken insgesamt. Man darf ja nicht unterschätzen, was ein Covid-19-Patient auch auf Normalstationen an zusätzlichem Aufwand allein wegen der Isolationserfordernisse mit sich bringt und auch an zusätzlicher Belastung für das pflegerische, das ärztliche Personal und alle anderen Beteiligten bis hin natürlich auch zu den Reinigungskräften. Alle, die mithelfen jeden Tag, sind seit Monaten in einer Dauerbelastung. Und als Bundesminister für Gesundheit jedenfalls ist für mich die Frage, wie vermeiden wir eine Überlastung des Gesundheitssystems, eine Überlastung. Eine Belastung haben wir seit vielen Monaten, zumindest in einigen Regionen. Ich weiß auch, dass es in Schleswig-Holstein oder anderen Regionen manchen Landkreis gibt, wo die Intensivstationen noch vergleichsweise leer sind. Aber alles in allem eine starke Belastung. Wie vermeiden wir eine Überlastung? Das war bis jetzt und ist es noch immer unsere Hauptprämisse. Gesundheit steht nicht absolut, stand es nie in dieser Pandemie, aber es steht sehr stark prioritär. Und gerade auch das Vermeiden der Überlastung des Gesundheitswesens. Und Gesundheitswesen, das ist immer so, klingt so abstrakt, neutral. Es ist ja nicht eine Person oder eine Institution, das sind Sie auch alle. Das sind all die Beschäftigten, all die freiberuflich Tätigen, all die heilkundlich Tätigen, alle, die jeden Tag, es sind über 5 Millionen Menschen in Deutschland an ganz unterschiedlichen Stellen mithelfen und mit anpacken. Einige, die man jetzt in der Pandemie überhaupt mal wirklich auch wahrnimmt als Patient und Bürger, etwa das, was in den Laboren passiert, ist ja sonst eher was, was nicht immer so im Fokus steht. Aber die Arbeit in den Laboren über die Wochenenden, die vielen MTAs, die mithelfen, die Ärztinnen und Ärzte in dem Bereich, aber auch diejenigen, die auch sonst natürlich für den Patienten immer ansprechbar sind. Und das sind zum Beispiel die Fachärztinnen und Fachärzte, genauso wie die Hausärztinnen und Hausärzte ja auch, die auch ein erster Schutzwall ja für uns in dieser Pandemie gewesen sind und bis heute sind. Ich weiß gar nicht, wie aktuell der Wert ist. Über weite Teile der Pandemie wurden 9 von 10 Patienten mit Covid-19 in Deutschland von den niedergelassenen Ärzten behandelt. Eine der Stärken unseres Systems ist das ja auch gewesen, weil die leichten Fälle nicht in die Kliniken mussten, ist auch ein Überrennen des Gesundheitswesens vermieden worden. Und deswegen ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die auch unter erhöhtem Aufwand bis heute mithelfen, dass das gelingt. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens und dem Ziel, eine Überforderung zu vermeiden, heißt es allerdings, die Zahlen müssen noch mal runter. Wir müssen diese dritte Welle brechen, besser gestern als heute, umso früher, desto leichter. Mir wäre schon vor 3 Wochen lieber gewesen, aber nun wird es tatsächlich wirklich dringend und erfordert zusätzliche Maßnahmen, um dann nach dem Brechen dieser Welle auch mit anderen Instrumenten als vor 6 oder 12 Monaten, zum Beispiel testgestützt, Öffnungsschritte auch viel klarer, auch gerade im Außenbereich gehen zu können, auch die aktuelle Debatte, die wir da haben. Wenn wir die Welle gebrochen haben, kann man aus meiner Sicht in der Außengastronomie, in der Frage von Veranstaltungen, Fußballspielen, vieles mit Schutzkonzept, aber vor allem auch Testkonzept dann möglich machen, vieles auch mehr, als das jetzt in den letzten Monaten der Fall war. Aber erst müssen die Zahlen runter. Sie testen eine dritte Welle nicht weg, sondern testen macht dann einen Unterschied, wenn die Welle unter Kontrolle ist. Und dann ist der nächste, der entscheidende Schritt. Und Herr Heinrich, Sie und viele andere sind ja auch in einem großen Impfzentrum in Hamburg aktiv. Und viele der Ärzte und derjenigen, die hier gerade dabei sind beim Kongress, helfen auch jeden Tag mit in Impfzentren und in den Praxen in ganz Deutschland. Der entscheidende Schritt ist das Impfen. Wir machen, wie übrigens es seit Dezember geplant war, im 2. Quartal jetzt enorme Fortschritte. Ich habe immer gesagt, im 1. Quartal wird es sehr knapp sein noch. Wir werden sehr stark priorisieren müssen, um zuallererst die Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner, die über 80-Jährigen, zu schützen. Im 2. Quartal werden wir deutlich
an Fahrt aufnehmen können in der Impfkampagne. Und das passiert ja gerade mit neuen Tagesrekorden in der letzten Woche mit über 700.000 Impfungen am Tag, jetzt 4, 5 Tage über 500.000 Impfungen am Tag, auch gestern deutlich über 17% der Deutschen, die erst geimpft sind. Auch in den Impfzentren hat es sich immer besser eingeschwungen. Und ich glaube, auch eine Zeit lang wird dieses Nebeneinander übrigens noch notwendig sein. 10.000 Polizistinnen und Polizisten sind im Impfzentrum aus meiner Sicht leichter zu impfen als in der Arztpraxis. Andersrum, Patientinnen und Patienten mit Vorerkrankungen oder auch Ältere sind in der Arztpraxis natürlich leichter zu impfen mit dem Vertrauen und dem Kenntnisstand über den Patienten, der auch da ist. Deswegen hat beides seine Berechtigung. Und ja, auch wir wollen, auch ich will, dass wir noch mehr, noch schneller in den Arztpraxen impfen können. Bei den Arztpraxen weiß ich eines, was am Montag ausgeliefert wird, ist bis zum Ende der Woche auch tatsächlich verimpft. Und deswegen werden wir jetzt Zug um Zug auch diesen Anteil immer weiter erhöhen. In der letzten Woche haben 35.000 Arztpraxen mitgemacht, in dieser 45.000, in der nächsten schon 50.000. Ehrlicherweise ist die Impfdosenmenge nicht so stark mitgewachsen, sodass das noch auch so ist. Ich weiß, das löst auch Enttäuschung aus, dass nicht jede Arztpraxis oder im Grunde nahezu keine Arztpraxis die Menge an Impfdosen bekommt, die sie bestellt hat für die jeweilige Woche. Noch ist das nicht so. Es wird im Mai deutlich und spürbar besser werden, aber die Abläufe haben sich zumindest schon mal einspielen können. Das ist ja auch ein komplexer Vorgang, vor allem mit einem Impfstoff von BioNTech, der bis hin zur Erschütterungsfrage auf dem Transportweg einfach ein besonderes Handling braucht. Und ich bin erstmal sehr froh und dankbar dafür, dass diese Prozesse so gut laufen. Klar, im Einzelfall ist mal das falsche Besteck und Zubehör mitgeliefert, aber alles in allem läuft es gut. Und das gibt uns die Möglichkeit, das jetzt auch weiter hoch zu skalieren, gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten. Und dann ist der nächste Schritt im Übrigen, die Fachärzte stärker einzubinden. Wir haben bis jetzt vor allem ja auf die Hausärzte das gemeinsam mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung konzentriert. Nächster Schritt natürlich auch viel mehr die Fachärzte, die wollen, die auch sonst impfende Fachärzte sind, einzubinden. Das sind ja dann bis zu 80.000 und mehr Arztpraxen, die mitmachen werden können. Und ja, es sollen auch die Privatärzte gerne mitmachen. Ich habe nur mit den Privatärzten, auch mit dem Verband schon eines besprochen. Solange ich nicht einen Vorschlag auf dem Tisch habe, wie denn die Datenmeldung von den Privatärzten zum RKI laufen soll, verlässlich, jeden Tag oder zumindest mal jede Woche, geht das im Moment noch nicht. Ich kann nicht jede Woche, sagen wir 10.000 Privatarztpraxen, jeder kriegt 20 Dosen, das sind 200.000 Dosen. Ich kann nicht 200.000 Dosen und Impfungen pro Woche nicht in der Statistik haben, in dieser Phase der Pandemie. Das sind 0,25% der Bevölkerung, 200.000 Dosen. Nach 4 Wochen habe ich 1% der Bevölkerung geimpft, aber es taucht in der Statistik nicht auf. Das geht vielleicht mal im Sommer ohne Statistik. Im Moment geht es noch nicht. Und deswegen brauchen wir erst einen Vorschlag, ein Verfahren, wie die Privatärzte denn die Meldungen machen können. Dann können sie gerne mitimpfen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil, ich freue mich über jeden, der mithilft. Das Gleiche gilt für die Betriebsärzte. Sobald wir in den Arztpraxen ein anderes Volumen erreicht haben werden, das ja die Zielmarke ist, 3, 4, 5 Millionen pro Woche an Impfdosen, werden dann in einem nächsten Schritt auch die Betriebsärzte regelhaft mitmachen können. Und so geht es eben, und dafür Dankeschön, dass wir das gemeinsam weiterentwickeln, Zug um Zug, mit diesem entscheidenden Schritt des Impfens weiter. Dazu braucht es eine Struktur, weist es auch schon über die Pandemie hinaus noch einige Gedanken, die eben tatsächlich das auch leisten kann. Und wir sehen ja jetzt auch, ich weiß, ab dem ersten Tag, Anfang Januar, hat jeder jeden Tag verglichen, wo steht Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern in den Impfs. Entscheidend ist ja nicht jetzt der Tagesvergleich, sondern natürlich die Grundgeschwindigkeit, aber vor allem auch, wie schnell wir eine Größenordnung erreichen, die den entscheidenden Unterschied macht. Und mit der Struktur, die wir haben, vor allem auch mit den Arztpraxen, und den Apotheken, dem Großhandel, denn die Struktur des Gesundheitssystems insgesamt, so wie wir sie haben, ist das eine, die sehr gut, sehr effizient jetzt auch diese Mengen leisten kann. Das haben nicht so viele Länder auf der Welt und schon auch nicht in Europa eine solche Struktur. Das hat uns jenseits des Impfens in dieser Pandemie geholfen. Das hilft uns auch jetzt. Und deswegen geht es darum, auch die Lehre zu ziehen für die 20er Jahre, dass diese Struktur im Grundsatz zu erhalten ist und wir auch erhalten wollen, auch als freiberufliche Struktur, als Struktur auch mit entsprechenden Praxen und Praxisinhabern,
die auch die Verantwortung tragen über das Medizinische hinaus. Ergänzt, ja, auch um Versorgungszentren, aber eben in einem Netz, auch sektorübergreifend. Auch das hat die Pandemie uns gelehrt und gelernt, dass haben wir, dass das einen Unterschied macht und machen kann. Und zum einen erstmal innerhalb der Kliniken und der Klinikstruktur, Telemedizin. In der Intensivmedizin haben wir mit befördert, das klappt sehr gut für Covid-19-Patienten, Strukturen auch abzuschichten. Was ist der Schwerpunktversorger, Uniklinik, Maximalversorger, Uniklinik und Schwerpunktversorger und die Grundversorger, die in dieser Covid-19-Pandemie in einer Stadt wie in Berlin zusammenarbeiten, wie wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht, wenn überhaupt jemals. Und sich das zu erhalten, auch das Wissen, dass nicht jeder alles macht und besser nicht jedes Krankenhaus die schwersten Fälle hat, sondern man das in einem abgestuften Konzept macht, ist eine Erkenntnis, die aus meiner Sicht für die Krankenhausstruktur uns erhalten bleiben muss für die 20er Jahre, aber eben auch die sektorübergreifende Zusammenarbeit in vielen Bereichen, die notwendig war und weiter notwendig ist, wo es um die eine Frage geht, wo auch Kliniken in sehr niedrig versorgten Regionen zusätzliche Aufgaben übernehmen können, wo ich aber auch möchte, dass bei Themen wie ambulanten Operieren und bestimmten anderen Behandlungen in Krankenhäusern viel stärker es tatsächlich auch ambulant und auch im niedergelassenen Bereich passieren kann. Wir haben übrigens ein Problem dabei. Wir haben jetzt dreimal versucht, ein Gutachten zu vergeben, damit mal jemand herleitet, welche Bereiche man denn gut in diese sektorübergreifende Versorgung eingliedern kann. Es hat lange gedauert, bis wir Gutachter gefunden haben, die sich das überhaupt zutrauen, sich dem Thema zu nähern. Was zeigt, das eine ist die politische Forderung und die fachliche, das andere ist dann, es konkret zu machen. Und ein dritter Teil, den wir gelernt haben miteinander und mein letzter vor der Diskussion, ist die Frage der Digitalisierung. Sie wissen, dass das eins meiner Hauptthemen ist, seitdem ich Bundesminister für Gesundheit geworden bin, vor ziemlich exakt 3 Jahren, haben wir alles vorangetrieben, was mit Digitalisierung zu tun hat. Manchmal so, dass viele gesagt haben, auch Ärztinnen und Ärzte, muss das denn jetzt alles auf einmal und so schnell sein? Und ich sage Ihnen, ja, es muss. Es muss deswegen alles auf einmal und so schnell sein, weil wir schon hinterher waren und noch immer sind. Und wenn wir nachher nicht die Wahl haben wollen, nur zwischen, nehmen wir die Gesundheitsakte von Apple, Google oder die von Alibaba aus China, so wie wir bei 5G ja auch schon gar nicht mehr selber entscheiden, was, oder beim Betriebssystem fürs Handy, Apple, Google, das ist unsere Auswahl oder vielleicht noch Huawei, viel Europäisches ist da nicht mehr dabei. WebEx, die Konferenzsysteme, nichts Europäisches weit und breit, das ich irgendwo durchgesetzt hätte. Ich möchte nicht, dass Gesundheitsdaten und elektronische Gesundheitsakten am Ende nur auf amerikanischen Servern liegen. Und dafür braucht es eine Struktur in Deutschland, aus Deutschland, für Deutschland, mit einer Telematikinfrastruktur, die Sicherheit gibt, aber vor allem eben auch Anwendungen, die im Alltag einen Unterschied machen. Wir haben zum 1.1. begonnen mit der elektronischen Patientenakte und wir haben bewusst klein begonnen und rollen das jetzt immer weiter aus, auch in den Arztpraxen, damit es tatsächlich auch funktioniert. Und jetzt eben zu Beginn, alle Versicherten haben Anspruch auf die Patientenakte, aber sie macht natürlich erst richtig einen Unterschied, wenn auch alle Ärzte sie befüllen können und das wird ja jetzt weiter aufwachsen und dann zur Jahresmitte dann sozusagen voll umgestellt, elektronisches Rezept, das dazu tritt. All das ist nicht Selbstzweck, sondern es soll Ihren Alltag leichter machen, es soll die Behandlung der Patienten leichter und besser machen, es soll aber vor allem uns auch unseren Rückstand aufholen lassen, damit wir nicht immer abhängiger werden von anderen Teilen der Welt, bei dem Sensibelsten, was es gibt, wenn es um Daten geht, bei der Gesundheit. Und diese Pandemie zeigt uns sehr, sehr stark, was wir da noch aufholen müssen. Wenn wir jetzt schon einen digitalen Impfpass hätten, der leider erst nächstes Jahr im Rahmen der EPA startet, würden wir schon einen ziemlichen Unterschied machen können. Wir machen jetzt eine Zwischenlösung, die entwickelt wird, aber es würde einen Unterschied machen. Wenn wir die elektronische Patientenakte schon gehabt hätten, hätte es einen Unterschied gemacht. Immerhin hatten wir den Rahmen gesetzt für Online-Sprechstunden. Ich weiß noch, wie ich auf dem Ärztetag Online-Sprechstunden 2018, glaube ich, war es, angekündigt habe, dass wir das ausbauen. So haben alle da gesessen. In geradezu westfälischer Begeisterung, weiß ich noch sehr genau. So nach dem Motto, lass den mal reden, kommt schon alles nicht. Und am Ende haben wir gesehen, in der Pandemie, dass Videosprechstunden, die Online-Angebote natürlich die Behandlung nicht ersetzen. Und es natürlich viele Krankheitssituationen gibt, wo es auch weiterhin physisch eine Behandlung und ein Gespräch braucht.
und eine Augenscheinnahme, aber es eben auch sehr vieles gibt, was tatsächlich online und digital geht und gehen kann und damit ja die anderen Bereiche auch entlastet. Und dass wir das vorbereitet hatten, inklusive Gebührenziffer, das hat dann es möglich gemacht, dass um Tausende von Prozenten, wirklich Tausende Prozent, die Inanspruchnahme gestiegen ist vor 12 Monaten in der Pandemie. Das zeigt eben, das Digitale kann einen Unterschied machen, nicht nur in der Pandemie, darüber hinaus. Bei all diesen Themen ist der Austausch wichtig. Bei all diesen Themen ist es immer wichtig, gegeneinander abzugleichen, ob die Wahrnehmung die gleiche ist, ob die Zielsetzung die gleiche ist, wo es Unterschiede gibt und wo man möglicherweise dann auch gute Kompromisse findet. Dafür ist das Miteinanderreden wichtig und deswegen freue ich mich einmal mehr, zum ersten Mal digital, aber einmal mehr bei diesem Fachärztetag dabei zu sein. Vielen herzlichen Dank. Herr Minister, ganz herzlichen Dank für den dezidierten Einblick zum einen in die aktuelle Lage der Pandemie. Ich glaube, aufgrund des Wunsches, dass wir alle gerne da draußen wären, versuchen wir sehr planerisch nach vorne zu schauen. Zum anderen auch noch mal danke für den Einblick Status quo in dieser Legislatur. Was ist eigentlich alles auf den Weg gebracht worden? Bevor wir mit der Diskussion beginnen, die wir mit der Überschrift Post-Corona, wohin wird das Gesundheitswesen segeln, sind Kostendämpfungsmaßnahmen überhaupt noch abzuwenden, betitelt haben. Bevor wir mit dieser Diskussion starten, würde ich natürlich gerne einmal die Vorstandsmitglieder des SPIFA hier auf der Bühne begrüßen. Ich heiße herzlich willkommen Herrn Dr. Axel Schröder. Er ist zugleich Präsident des Berufsverbandes der Urologen. Dann heiße ich willkommen Herrn Dr. Christian Albring. Er ist zudem der Präsident des Berufsverbandes der Gynäkologen. Und dann heiße ich ganz herzlich willkommen Herrn Dr. Helmut Weinhardt, zugleich Schatzmeister des Berufsverbandes für Orthopädie und Infochirurgie. Ihnen an allen ein herzliches Willkommen hier auf der Bühne. Ich darf ganz kurz noch an die Möglichkeit erinnern, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, dass Sie Ihre Fragen stellen können. Also twittern Sie oder schreiben Sie uns eine WhatsApp. Und dann darf ich die Gelegenheit in diesem Zusammenhang nutzen, um darauf hinzuweisen, dass der Minister leider nur bis gegen etwa 13.45 Uhr Zeit hat. Deswegen starten wir jetzt auch direkt in die Diskussion. Herr Dr. Heinrich, Ende letzten Jahres hatten Sie mit dem SPIFA ein Grundsatzprogramm beschlossen. Es lautet Fachärzte 2025 gemeinsam in Klinik und Praxis. In diesem 10-Punkte-Programm war eines der oder nimmt das Thema Freiberuflichkeit eine zentrale Rolle ein und wirkt für Sie als ein Garant gegen reine ökonomische Zwänge. Der Minister hat eben auch schon das Thema Freiberuflichkeit angesprochen. Welche Rahmenbedingungen brauchen Sie, damit genau dieses Garant weiterhin in der nächsten Legislatur trägt? Ja, also wir haben ja eben ein klares Bekenntnis des Ministers gehört zum freien Beruf und auch zur Selbstständigkeit. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Beides ist für uns sehr, sehr wichtig, der freie Beruf, vor allem eben in der Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung. Und da, glaube ich, haben wir durchaus Probleme in Deutschland mit zunehmendem Einfluss von Konzernen, von Privatkapital, Private Equity auf die Strukturen. Es stärkt auch der Einfluss auf die Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, das wirklich aufmerksam nicht nur zu beobachten, sondern auch dagegen zu steuern. Und da ist eine Forderung, die wir schon lange aufstellen, dass für den Patienten sichtbar werden muss, egal welche Struktur es im Gesundheitswesen ist, wo er hingeht zu einer Behandlung, dass der wirtschaftlich Berechtigte erkennbar wird für den Patienten. Also wenn er in eine Arztpraxis geht, muss da stehen, der Eigentümer ist Dr. Heinrich und der hat hinterher auch das wird den wirtschaftlichen Vorteil davon. Aber man muss genauso, wenn er dann im VZ geht, den am Ende wirtschaftlich Berechtigten erkennen können, das ist die Private Equity Firma XY. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, erstmal in die Transparenz herein. Das ist ein Beispiel. Es gehören noch mehrere Dinge dazu. Der freie Beruf lebt auch davon, dass er sich definiert, zum Beispiel über eine Gebührenordnung. Und die Gebührenordnung für Ärzte ist ja nun renovierungsbedürftig. Wir werden diese Woche, Herr Minister, wird der ärztliche Vorschlag ja auf dem Tisch liegen. Dann kommen noch mal Verhandlungen mit der PKV und mit der Beihilfe. Und am Ende, und ich hoffe sehr und bin mir da auch ziemlich einig mit der Bundesärztekammer, dass wir noch in diesem Sommer, Frühsommer, auf Ihren Tisch eine fertige Gebührenordnung legen können. Die ist dann sozusagen unterschriftsreif, Herr Minister. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn diese Unterschrift dann auch erfolgt. Das ist, wenn ich es auch ein bisschen salopp jetzt hier sage, für den Kern des Berufes ein sehr, sehr wichtiger Vorgang. Weil
eine Gebührenordnung spiegelt die Leistungsfähigkeit und auch die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Berufes wider, gerade eines freien Berufes, und ist damit eben sehr, sehr wichtig. Das sind zwei Beispiele, die ich jetzt einmal genannt habe, wie man die Freiberuflichkeit stärken kann. Vielen Dank, Herr Dr. Heinrich. Herr Minister, wenn denn dann tatsächlich eine solche, wie Herr Dr. Heinrich geschildert hatte, konsentierte Fassung vorliegt, wird sie dann umgesetzt, Herr Minister? Ich meine, Herr Dr. Heinrich und alle Beteiligten kennen das Geschäft gut genug, um zu wissen, dass ein im Sommer vorgelegter Vorschlag seitens der Ärzteschaft für eine Gebührenordnung in einem Jahr, wo im Spätsommer Bundestagswahlen sind, nicht jetzt mal eben per Unterschrift umgesetzt werden wird. Zumal es natürlich auch noch ein paar andere Interessen zu berücksichtigen gibt. Ich verstehe und sehe Ihren Punkt. Und ich finde es auch unbedingt wichtig, dass die Gebührenordnung aktualisiert wird. Das gilt übrigens auch für Ausbildungsordnungen. Ich finde, wir müssen für beide Bereiche übrigens mal Mechanismen finden, die nicht dazu führen, dass in politischen Blockadesituationen irgendwie so gar nichts mehr aktualisiert wird. Und das gilt auch für die Gebührenordnung, nicht nur bei den Ärzten, bei den Zahnärzten haben wir ja immer wieder auch das gleiche Thema. Deswegen würde ich mir erstens auch manchmal einen anderen Regelungsmechanismus wünschen. Und zum Zweiten müssen wir natürlich die Kostenseite dann auch mit in den Blick nehmen. Das sind die privaten Versicherer, das sind aber auch die staatlichen Seiten, wenn es etwa um die Beihilfe geht. Insofern ist es gut, es ist ein wichtiger Zwischenschritt, wenn es diesen Vorschlag gibt. Aber dass der Vorschlag dann binnen Tagen umgesetzt wäre oder Wochen, das, aber ich denke, das wissen die Beteiligten auch, das wird sicherlich so schnell nicht der Fall sein können. Herr Minister, eine ganz kurze Nachfrage noch. Sie haben ja ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben zum Thema Trägerschaften von MVZs. Sehr, sehr viel beachtet. Wunderbare Handlungsempfehlung. Vielleicht noch mal zwei, drei Sätze dazu und auch zu der Äußerung von Herrn Dr. Heinrich. Die Forderung nach einem Transparenzregister hinsichtlich der Private Equity Kapitalinvestoren, die jetzt im deutschen Gesundheitswesen im ambulanten Sektor auch ein Stückchen weit mehr Fuß fassen. Was sind da Ihre Ideen? Können wir da noch etwas erwarten? Wie sieht es in der Zukunft aus? Ja, zuerst einmal, und da bin ich dankbar, ist ja die sozusagen Einrichtung von medizinischen Versorgungszentren nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Ich denke, da sind wir uns einig. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei. Das war ja sehr, sehr umstritten, ob das ein richtiger Schritt ist oder nicht, aus nachvollziehbaren Gründen. Gleichzeitig sehen wir, dass eine immer weiter wachsende Zahl auch von Ärztinnen und Ärzten tatsächlich zwar im ambulanten Bereich tätig sein will, aber im Zweifel auch angestellt tätig sein will oder zumindest auch die Option möchte für einen Teil des eigenen Lebensweges. Und deswegen sind medizinische Versorgungszentren, aber auch die Möglichkeit, die wir übrigens auch deutlich ausgeweitet haben, in Praxen selbst Ärzte anzustellen, sehr, sehr wichtig, auch um eine Versorgung ambulant aufrechtzuerhalten. Also die Institution an sich, und da bin ich schon mal froh, wenn wir da einig sind, ist nicht in Frage zu stellen. Die Frage ist, welche Strukturen entstehen und wie sind sie finanziert und gebackt. Jetzt ist es grundsätzlich erstmal so, dass auch ein angestellter Arzt ein Freiberufler ist. Das gilt in den Kliniken, das gilt in den Praxen, das gilt auch in medizinischen Versorgungseinrichtungen. Das geht ja gelegentlich in der Diskussion dann etwas unter. Und zum Zweiten habe ich überhaupt nichts gegen Transparenz. Die Frage ist nur, die Erfahrung ist ja, wenn dann drei GmbHs über fünf Ecken gegründet werden, dann ist es auch nicht transparenter als vorher. Also ob jetzt ein Transparenzregister, wo die Eigentümerstruktur, die im im Zweifel dann in irgendeinem Register schon steht, dann nochmal aufgeführt wird, ob das dann tatsächlich einen Mehrwert bringt oder nicht, da können wir jetzt trefflich miteinander streiten. Viel wichtiger ist ja die Frage, welchen Rahmen setzen wir? Welchen Rahmen setzen wir dafür, dass für die Vergütung, die bezahlt wird, auch die entsprechende Leistung, die entsprechende Qualität der Leistung vor allem auch, aber auch die entsprechende ärztliche Entscheidung, und zwar freiberuflich getroffen, eine ärztliche Entscheidung, was jetzt tatsächlich notwendig ist zu tun und was nicht, dass das tatsächlich auch, soweit es geht, unbeeinflusst bleibt, soweit es eben geht. Jetzt gehört zur Wahrheit dazu, auch wenn jetzt alle wieder mit den Augen rollen, das Risiko gehe ich aber ein, dass wir die Debatte darüber, ob jetzt nur Leistungen stattfinden, die allein medizinisch induziert sind oder nicht, die Debatte haben wir nicht nur bei medizinischen Versorgungszentren, sondern die haben wir auch darüber hinaus. Aber sie stellt sich da im Zweifel natürlich noch stärker. Also ich will das Thema gar nicht wegwischen. Wir haben das Gutachten ja auch selbst beauftragt. Insofern zeigt es ja,
dass wir das ernst nehmen. Wir haben es auch zügig veröffentlicht, weil es auch gar nichts zu verheimlichen gibt. Und ich bin sehr sicher, und das schauen wir uns natürlich auch an in Vorbereitung auf alles, was kommen kann in diesem Jahr noch, dass diese Fragen dann auch eine nächste Koalition beschäftigen werden. Herr Minister, ganz herzlichen Dank nochmal für diese Ausführungen. Wir werden heute Nachmittag diesen Aspekt noch weiter beleuchten und da werden definitiv Ihre Äußerungen und Ihre Impulse nochmal mit einfließen. Ich würde gerne zu einem Themenfeld überschwenken, das Sie auch bereits adressiert hat, nämlich das Thema sektorenübergreifende Versorgung, / die Abschaffung der Sektorengrenzen. Und da würde ich gerne mich an Herrn Dr. Weinhardt wenden. Es ist tatsächlich so, dass in diesem 10-Punkte-Programm, Herr Dr. Weinhardt, die Abschaffung der Sektorengrenzen ein ganz essentieller Punkt in Ihrem Grundsatzprogramm ist. Was schlagen Sie da ganz konkret vor? Ja, sehr geehrter Herr Minister, Sie haben es ja angesprochen in Ihrer Keynote. Das, was die Patienten von uns erwarten, ist ein fließender Übergang aus den beiden Versorgungsbereichen, aus dem ambulanten in den stationären und aus dem stationären Bereich wieder in den ambulanten Bereich zurück. Wir haben zwei Systeme, die sehr different sind, sowohl was die Behandlungsmöglichkeit betrifft, in dem einen Bereich den Verbotsvorbehalt im stationären Bereich, den Erlaubnisvorbehalt im ambulanten Bereich. Und gerade bei der Durchdringung dieser beiden Bereiche, dass wir diese Sektorengrenze öffnen müssen, haben wir eben genau die Probleme. Eine völlig unterschiedliche Beurteilung des Vergütungssystems, eine unterschiedliche Berechnung des Vergütungssystems und den unterschiedlichen Zugang zu diesen beiden Bereichen. Das hat sich, wie Sie selber ja auch gesagt haben, letztlich überholt. Die Hürden für den ambulant tätigen Kollegen in der Klinik zu arbeiten, ist nicht gerade einfach. Es gibt das alte Belegarztsystem, eine Mischbewertung in der Kalkulation der Vergütung aus dem DRG-System und aus dem KV-System, was ein Hemmnis darstellt, und auch die rechtlichen Möglichkeiten, in diesem Bereich zu arbeiten. Ebenfalls die Hemmnisse für den stationären Bereich im ambulanten Bereich zu arbeiten. An der Schnittstelle können diese Hemmnisse aufgeweicht werden mit einer kompletten Neuordnung des Paragraphen 115. Sie haben es vorher angesprochen. Nicht die Behandlung des Patienten legt nun fest, ob das ambulant oder stationär sein muss, sondern in wesentlichen Teilen natürlich auch Kofaktoren. Begleiterkrankungen des Patienten, das Umfeld des Patienten. Lebt er alleine zu Hause, hat er Begleiterkrankungen, die einen durchaus von der technischen Durchführung ambulant durchführbaren Eingriff oder ambulant durchführbare Prozedur unmöglich machen. Und in einer Neuordnung des Paragraphen 115, so wie wir ihn vorgeschlagen haben, nimmt man den gesamten Behandlungsumfang, zum Beispiel ambulanter Operationen oder kurzer stationärer Eingriffe, zusammen und schafft einen gemeinsamen Versorgungsbereich, zu dem eben nur mit dem Verbotsvorbehalt sowohl der stationäre Bereich als auch der ambulante Bereich Zugriff hat. Mit Kooperationsmodellen, um auch dem Niedergelassenen das stationäre Arbeiten zu ermöglichen. Dr. Weinhardt, vielen Dank für die Ausführungen. Herr Minister, im Koalitionsvertrag stand es ja drin, wir wollten die Sektorengrenzen zumindest versuchen anzugehen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ist beauftragt worden. Es liegt auch ein Ergebnisbericht vor. Und dann kam die Pandemie, wenn wir ehrlich sind. Was sind da Ihre Ansatzpunkte vielleicht oder die nächsten konkreten Schritte, wo Sie sagen würden, damit kriegen wir strukturell das Problem an der Sektorengrenzen in den Griff? Das Problem daran ist ja, und ich habe es gerade schon gesagt, ein wenig, wie man aus den Überschriften ins Konkrete kommt. Und das Problem kennen ja hier viele auch, ob es 115b, 116b ist, auch die spezialfachärztliche Versorgung, die Beschlüsse des GBAs. Ich erinnere auch die Debatten noch gut, wie gesagt, wie viele andere Anwesende bin ich auch schon lange dabei. Die Erwartungen, die wir verknüpft haben, auch beim Thema ambulantes Operieren mit diesen Bereichen. Und es sind Pflänzchen entstanden, zum Teil auch schon größere Pflanzen in diesen beiden Bereichen, aber es ist noch nicht so, dass wirklich es so durchschlagend war, wie es hätte sein sollen, vor allem, weil wir sehen im internationalen Vergleich, dass vieles auch in Deutschland auch stationär stattfindet, was in anderen Ländern ambulant oder teilstationär zumindest mal stattfindet und stattfinden kann. Herausforderung ist erstens, wie definieren wir diesen Bereich konkreter, wie konkretisieren wir das und grenzen das besser ab? Und zweitens, wie schaffen wir dann dafür ein Regelwerk? Und das auch noch in einem Zeitraum, der nicht immer gleich 3 Jahre braucht für jeden Bereich, der irgendwie, ich mache da niemandem einen Vorwurf. Die Prozesse sind anspruchsvoll, sie sind vor allem erwartungsvoll. Es gibt viel Erwartung, was alles definiert wird oder nicht definiert wird, aber es ist einfach sehr langsam.
Und das, was auch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe beschrieben hat, was ehrlicherweise, wie Sie schon gesagt haben, pandemiebedingt jetzt erstmal nur in ersten Teilen ja in unserem aktuellen Gesetz, das im Bundestag aktuell eine Beratung ist, ja nur in der Umsetzung ist. Auch das hat zum Beispiel dieses Gutachten vorgesehen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wir haben 3 Anläufe gebraucht, um überhaupt jemanden zu finden, der sich das zutraut. Und das alles zeigt, der Grundsatz ist richtig, ich stütze den unbedingt, ich will würde viel schneller mehr wollen, und zwar in beide Richtungen. Da müssen dann auch die niedergelassenen Ärzte an manchen Teilen bereit sein, was zu akzeptieren. Insbesondere in sehr unterversorgten Regionen sehe ich noch nicht abschließend ein, wenn da kein Arzt mehr sich niederlassen will, warum dann nicht eine Klinik auch mehr ambulant soll tun, nicht auch tun können. Aber andersrum eben vor allem auch mehr Richtung in den ambulanten Bereich zu geben. Und wenn es da jetzt heute Beschlüsse gibt und vor allem Konkretisierung dessen, was und wie das gehen soll, jenseits der Überschrift und der grundsätzlichen Herleitung, dann nehmen wir das gerne auf und an und schauen es uns an. Vielen Dank, Herr Minister. Ich denke, da wird der Spiefer ganz schnell dem nachkommen und Ihnen noch mal dezidiert mitgeben und dem Ministerium, welche konkreten Vorschläge vorliegen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen Blick auf die Zeit zu einem weiteren Themenkomplex kommen. Herr Dr. Albring, ein weiterer Punkt in Ihrem 10-Punkte-Programm ist ja tatsächlich das neue Zusammenwirken von Fachärzten, Ärzten mit Heil- und Gesundheitsberufen. Vielleicht können Sie uns ein Stückchen weit mal mitgeben und dem Minister, welche Vorstellungen Sie dort haben. Ja, es ist klar, dass wir die Auflösung der Sektorengrenzen wollen und da natürlich die nichtärztlichen Heil- und Gesundheitsberufe mitnehmen wollen. Aber diese Mitnahme hat eben ihre Grenzen und die Grenzen sind da, wo die ärztliche Leistung beginnt. Wir können zwar delegieren, aber man muss klar sagen, die Delegation ist schon an ihre Grenzen gekommen. Unter den ökonomischen Zwängen der klinisch Tätigen und auch niedergelassenen Fachärzte haben wir alles getan, was nur irgendwie möglich ist, um zu delegieren, damit wir als Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit für den Patienten gewinnen. Eine Substitution ist aber aus unserer Sicht völlig undenkbar, wenn man nicht gleichzeitig auch die Verantwortung und die Haft für die Leistung an die Personen, die die Substitution dann machen, übergibt. Wir sehen, dass ärztliche Leistungen immer dann notwendig sind, wenn es um Untersuchungen, Diagnose und Therapie geht. Das ist untrennbar mit der ärztlichen Tätigkeit verbunden. Andere Leistungen sind vielleicht delegierbar, aber aus unserer Sicht niemals substituierbar. Herr Minister, wie kriegt man eigentlich diese Diskrepanz ein Stückchen weit aufgelöst? Denn zu Recht haben Sie auf einer Ihrer letzten PKs mit Wähler, ich meine, es wäre letzte Woche Freitag gewesen, gesagt, nicht die Intensivbetten wären unser alleiniges Problem in der Pandemie, sondern eher auch das Thema fehlendes Personal. Sie haben ganz aktiv die Reform der Gesundheitsberufe angegangen. OTAs, ATAs, PTAs, wen hatten wir noch? Wir hatten noch die Hebammen, MTAs. Wie kriegen wir jetzt dieses Spannungsfeld gelöst? Denn die Forderung der Gesundheitsberufe natürlich nach Anerkennung ist da. Ja, zuerst einmal möchte ich auch sagen, Herr Dr. Albring, freut mich auch Sie wiederzusehen. Wir hatten ja ein paar andere schwere politische Themen rund um die Paragraphen 218 fortfolgende auch in den letzten Monaten miteinander zu diskutieren. Aber jedenfalls, was die Frage angeht der Gesundheitsberufe und der Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe, ist das ja ein Spannungsfeld, das es jetzt auch schon viele Jahre und Jahrzehnte gibt. Jetzt komme ich schon wieder dahin. Ich bin auch schon lange dabei und die Diskussion führen wir auch schon lange. Und mein Eindruck ist, sie hat sich deutlich entspannt an vielen Stellen. Warum? Weil sich immer mehr die Erkenntnis durchsetzt, dass hier nicht irgendjemandem irgendetwas weggenommen wird, in Anführungszeichen, sondern dass es eben darum geht, in der Zusammenarbeit sich auch gegenseitig zu entlasten und zu stärken, auch mit der jeweiligen Fachexpertise, ohne dabei die ärztliche Heilkunde und sozusagen den Bereich, der auch ausschließlich dieser vorbehalten ist, zu tangieren. Dazu gehört es, die Ausbildungsberufe zu überarbeiten. Sie haben es angesprochen, das machen wir sehr intensiv in den letzten 3 Jahren, haben das auch während der Pandemie konsequent fortgesetzt. Es sind zum Teil Ausbildungsinhalte aus den 70er Jahren, die in diesen Gesetzen stehen. Geht übrigens bis zur Approbationsordnung für Ärzte, die ja auch gerade in der Überarbeitung ist und auf die 20er Jahre vorbereitet werden muss oder sie beinhalten muss, auch digitale Themen und anderes mehr, aber eben auch die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen und Sektoren. Jetzt muss ich mal fragen, mein Bildschirm spinnt hier gerade. Hören Sie mich noch? Ja. Ja, gut. Manchmal, eine gute Videokonferenz braucht ja manchmal einen kleinen
Bildes von Schreck, aber wir hören Sie, Herr Minister. Wir hören Sie, genau, Herr Minister. Gut, dann mache ich einfach weiter. Also die Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe ist natürlich auch aus meiner Sicht viel stärker noch als früher Bestandteil dieser Ausbildung. So, da muss man miteinander definieren. Und das können natürlich noch viel besser die Ärztinnen und Ärzte und die Gesundheitsberufe miteinander definieren, als dass das immer nur gesetzlich vorgegeben wird, wie diese Zusammenarbeit so klappen kann, dass jetzt auch nicht das Gefühl entsteht, und ich finde, wenn ich das sagen darf, da muss die Ärzteschaft in der Wortwahl halt auch manchmal aufpassen, dass das nicht so irgendwie, das hat so ein paar Brotkrumen lassen wir euch noch für euren Bereich, aber eigentlich wüssten wir schon besser. Das ist nicht mehr so, das war vor 15 Jahren oder 10 Jahren noch viel mehr so, sondern anzuerkennen, welche Expertise, welches Wissen, welches Können, welche Erfahrung es in den anderen Gesundheitsberufen gibt und das integrierend, das ist ja die Rolle, die der Arzt hat an ganz vielen Stellen, das, nicht nur das SG 05, sondern überhaupt im Gesundheitswesen, er ist die koordinierende aber er hat die koordinierende Rolle, er hat auch die Funktion als Koordinator, weil er den Gesamtüberblick auch hat, auch mit seinem Wissen und seinem Studium oder sie, die Ärztin natürlich genauso. Und das stärker und besser abzuschichten und in ein Gemeinsames zu bringen und nicht in ein Abgrenzen zu bringen. Also nicht jeder nur, sondern in einen Kooperativen, wo jeder weiß, und jede, was ist meine Aufgabe? Das kann man am Ende nicht durch Gesetze erreichen. Da bin ich fest von überzeugt. Gesetze müssen Sicherheit geben in der Ausbildung. Sie müssen Rechtssicherheit geben im Tun. Das ist zum Beispiel ein Thema, das wir mit den Notfallsanitätern ja schon sehr lange diskutieren, wo es jetzt auch nochmal gesetzliche Änderungen gegeben hat, wo wir bei der Pflege das Thema haben. Wo wir auch drüber reden, bis hin zur Frage von Verordnungen, von Pflegehilfsmitteln, eine gewisse Eigenständigkeit zu schaffen. Aber am Ende kann ein Gesetz nicht leisten, was am Ende gelebt werden muss von allen Beteiligten. Und mein Eindruck ist, das gelingt immer besser. Und dann haben wir das große Thema Delegation, Substitution. Also ich finde, da wo wir Delegation sehen, übrigens bis hin zum Impfzentrum, ne? Ich hatte jetzt gestern wieder eine Debatte, warum die Tierärzte nicht impfen. Da habe ich gesagt, nach den Erfahrungen, die wir gerade mit AstraZeneca gemacht haben, macht es vielleicht Sinn, dass man nicht nur den Pixar im Blick hat bei der Beurteilung, was man so können sollte, sondern da gehört ja Anamnese und vieles andere mehr auch dazu, dass eben beim Thema Delegation, wie sie jeden Tag stattfindet in Deutschland, wir, finde ich, gut eingeübte Strukturen haben. Wenn es um irgendwas geht, dann ja in aller Regel um Vergütungsfragen, wie wir etwa die Hausbesuche durch Veras oder andere Konzepte, entsprechend geschultes Personal, dann ja mit Vergütung, dann ging es in die Fläche. Das eine ist immer die eine Regelung, die heilkundliche, aber das Entscheidende ist ja immer die Vergütungsfrage. Beim Thema Substitution ist das natürlich unendlich viel anspruchsvoller und aus meiner Sicht auch deutlich begrenzter überhaupt in den Möglichkeiten. In den allermeisten Fällen lässt sich im Übrigen auch durch Delegation schon viel, viel auflösen. Was mir viel wichtiger ist als diese beiden Kampfbegriffe, ist einfach ein Geist des Zusammenarbeitens und des Wahrnehmens, dass in einem Gesundheitswesen mit Fachkräftemangel man eigentlich froh sein sollte über jeden, der auch Expertise mitbringt. Herr Minister, vielen Dank für die nochmal motivierenden Worte, einen sogenannten, wie sagt man so schön, Kulturwandel auch mit einzuführen. Herr Minister, Sie sind ja nahbar und Sie haben uns auch extra im Spielfall gesagt, Sie wollen auch Fragen haben. Wir haben jetzt welche. Ich darf Ihnen sie einmal vorlesen. Frau Dr. König, Verband medizinischer Fachberufe, fragte, warum spricht Herr Spahn nur von Fachärzten beim Impfen? Wo sehen Sie die MFAs und MTAs? Sie hatten es gerade eben ein Stückchen weit schon angedeutet, Herr Minister, mit dem Thema Tierärzte. Aber vielleicht noch mal ganz dezidiert auf die Frage eingehend hinsichtlich des medizinischen Fachpersonals. Natürlich weiß ich, und das wissen die Ärztinnen und Ärzte noch viel besser als ich und Herr Heinrich ja aus täglichem Tun im Impfzentrum. Ich weiß nicht, sind Sie doch im Impfzentrum oder machen Sie es in der Praxis? Beides. Beides. Wahrscheinlich. Beides. Aus täglichem Tun auch, ohne all die anderen MDAs, MFAs und viele, viele andere mehr, die mit tun, ginge es ja gar nicht. Das ist ein Gemeinschaftswerk. Ich habe jetzt ja auch schon manches Impfzentrum besucht. Ich finde die Stimmung übrigens toll bei jedem Impfzentrum. Dass ich glaube, in Hamburg bin ich doch bald sogar. Ne? Es war irgendwas geplant, auch im Impfzentrum. Die Stimmung ist toll, weil mit viel Zuversicht und sehr zugewandt, das berichten mir auch alle, die also geimpft worden sind, dort alle gut zusammenarbeiten. Und wirklich von denjenigen, die als Unterstützer da sind, um die Leute zu leiten durchs System, bis hin zu denjenigen, die fachlich, ärztlich tätig sind oder in der Verabreichung tätig sind, diejenigen, die im Übrigen auch da als Fachpersonal
die Dosen zu ziehen, BioNTech, AstraZeneca, im Zweifel die siebte Dose noch zu schaffen, auch das muss man ja können, die Apotheker, die Pharmazeuten, das ist ja wirkliche Teamarbeit über ganz viele Fachgruppen hinweg. Und insofern, den Eindruck wollte ich nicht erwecken, kann ich da nur allen ein großes Dankeschön sagen. Wenn die Laune in diesem Land überall so gut wäre wie in den Impfzentren, dann hätten wir manche Probleme nicht, weil wir reden uns im Moment auch in so eine Spirale des Scheiterns rein. Ich sage nicht, dass alles super läuft, aber ganz so schlimm, wie wir es uns gerade überall erzählen, ist es halt auch nicht. Herr Minister, den Spirit tragen Sie jetzt ein Stückchen weit mit in die Diskussion und bringen Sie ihn rein. Herr Minister, eine ganz offene Frage. Wir haben noch eine Frage, die wir Ihnen gerne noch schnell stellen wollen. Und zwar von Herrn Dr. Schricke, Berufsverband der Radiologen. Zeigt nicht die Pandemie deutlich die gesundheitsökonomische Effektivität des niedergelassenen Versorgungsbereichs auf? Hinweispressemeldung: Impfung im Impfzentrum 200 Euro, in der Praxis 20 Euro. Herr Minister, vielleicht haben Sie noch die Minute. Also, dass jetzt eine Impfung im Impfzentrum 200 Euro kostet, die These wage ich noch zu bezweifeln. Das ist jetzt auch am Ende, hat beides seine Berechtigung in dieser staatlichen Impfkampagne. Ich würde ja ein Impfzentrum jetzt nicht aufbauen, irgendwie in der Normalphase, wenn wir keine Pandemie hätten. Sondern jetzt in dieser staatlichen Impfkampagne haben die Impfzentren ihre Berechtigung erstmal am Anfang sowieso gehabt. Wir haben jetzt schon mit 20 Dosen pro Arztpraxis auch Theater, ist jetzt auch Teil der Wahrheit. Solange es noch knapp ist, ist es für die Ärzte auch nicht leicht und diejenigen, die am Tresen die Termine machen und am Telefon sind, auch nicht. Dann hätten wir nur 5 oder 3 Dosen am Anfang pro Woche schicken können, dann wären die Ärzte, hätten sie gesagt, der Spahn spinnt jetzt völlig. Sagen sie jetzt noch manchmal. Und deswegen war es in der Phase der totalen Priorisierung notwendig, mit sehr starker Knappheit das auch in den Impfzentren zu machen und mit Impfteams, die in die Pflegeheime gehen. Zumal auch BioNTech, wir haben ja mittlerweile bessere Studiendaten am Anfang, was das Handling angeht mit minus 70 Grad und anderem mehr. Wir wissen, oder es geht heute mehr, weil man mehr weiß und mehr Studiendaten hat als vor 3 Monaten mit dem Impfstoff, einfach auch im Handling. Und deswegen hatten die ihre Berechtigung, haben sie auch noch. Ich habe gerade Beispiele genannt, Berufsgruppen und das Impfzentrum an sich ist ja effizient organisiert. Das Problem ist ja leider eher das Terminmanagement in vielen Ländern hin zum Impfzentrum. Die Impfzentren sind sehr effizient und effektiv. Am Ende ist es eher die Frage, wie kommen die Leute hin? Und jetzt eben die Arztpraxen zusätzlich. Das wird sich dann verändern. Irgendwann werden wir die Impfzentren rausnehmen, ganz aus dem Spiel. Und dann werden es die Arztpraxen und Betriebsärzte machen, so wie sie es sonst bei Impfungen auch machen. Das ist jetzt sozusagen ein ineinander übergehen. Aber ich glaube, wenn wir es mal umrechnen auf die Kostenstrukturen, also ich würde es nicht anempfehlen, weil es so rum oder so rum ausgehen kann, glaube ich, und ist jetzt auch nicht entscheidend, weil es wirklich alles, was gerade zum schnellen Impfen führt, ist günstiger als jedes Nicht-Impfen. Das würde ich schon auch sagen wollen. Herr Minister, und deswegen nochmal ein Dankeschön an alle, die impfen, ob in der Praxis oder im Zentrum. Das macht gerade den entscheidenden Unterschied. Wie gesagt, das Impfen reicht gerade nicht, um die Welle zu brechen. Und übrigens sehen Sie in Chile, in UK, in Israel haben wir es gesehen, selbst wenn wir doppelt so viel geimpft hätten, wie wir aktuell geimpft haben, heute 17,8% der Deutschen, 20 Millionen Impfdosen heute überschritten oder gestern besser gesagt. Aber jedenfalls, wenn wir doppelt so viele geimpft hätten, wir würden trotzdem jetzt in einen Lockdown müssen. Das hat Israel, hat Ben-Gurion den Flughafen geschlossen, als wir, ich glaube, über 40% schon geimpft hatten, weil das Virus immer noch so unterwegs war. Dass die Gruppenimmunität erreicht ist, ist Impfen wichtig, sehr entscheidend, aber es bricht die Welle nicht. Und das finde ich sehr wichtig auch immer wieder. Das wollte ich als letzte Botschaft nochmal da lassen, zu sehen. Dankeschön an alle, die mithelfen in der Pandemie und vor allem auch darüber hinaus. Herr Minister, ganz herzlichen Dank nochmal für sozusagen die komprimierte Darstellung. Vieles versucht man ja sozusagen oder vergisst man auch in der Pandemie, weil sich so viele Dinge oder die Lage sich so schnell ändert. Sie haben das Thema Stabilitätsdaten hinsichtlich der Impfstoffe noch einmal dargestellt. Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Wir durften Sie sogar noch 3 Minuten länger beanspruchen. Wir wünschen Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und sagen nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme und die Eröffnung des Spielfachärztetags 2021. Danke, Ihnen auch alles Gute, bleiben Sie gesund und vor allem eine gute Tagung. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Herr Dr. Schröder, Sie sind Impfbeauftragter des Spifa und es wäre jetzt quasi sozusagen die Steilvorlage gewesen, noch mit dem Minister zu diskutieren. Aufgrund der Tatsache, dass doch jetzt Fragen mit reinkamen, vielleicht jetzt mal direkt an Sie gegeben.
als Impfbeauftragter. Was sagen Sie zu den Äußerungen des Ministers und was wären Ihre Vorschläge noch? Also ich denke mal, es ist erstmal wichtig, jeder Arzt, der impft, der zählt. Das ist entscheidend. Und egal, ob im Zentrum oder in der Praxis, egal ob Hausarzt oder Facharzt, das ist entscheidend, dass die Ärzteschaft hier geschlossen mit ihren Mitarbeitern sich hier einbringt. Und das hat sie ja bewiesen. Wir haben bei der Suche nach Unterstützung in den Impfzentren ja so eine Resonanz gefunden bei unseren Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch bei unseren Mitarbeitern, die nicht nur in der Praxis, sondern teilweise auch in den Impfzentren mitarbeiten, sei es am Wochenende oder außerhalb der Sprechstundenzeiten. Und von uns kam ja auch schon sehr früh das Angebot, die Struktur der Vertragsärzteschaft wohnortnah und flächendeckend eben auch zu nutzen. Die deutsche Ärzteschaft ist impferfahren und aus diesem Grunde war es ja mehr das Thema der Verfügbarkeit der Impfstoffe. Und ich glaube, wir kommen jetzt sehr schnell in eine Situation, und das klang ja auch an, die Zahlen steigen auch bei den Ärzten und die Anzahl der Fachärzte, die sich jetzt mit einbringen, geschuldet der Logistik, geschuldet der Verfügbarkeit der Impfstoffe, macht sehr deutlich, dass wir hier einen Schritt weiterkommen. Denn gerade die Fachärzte sind ja dargestellt, einmal durch Internisten, durch hausärztliche tätige Internisten, aber auch die grundversorgenden Fachärzte vom Augenarzt bis zum Urologen, wenn ich das so salopp sagen darf. Also hier ist jeder aufgefordert zu impfen. Herr Heinrich hatte es schon gesagt, so ganz banal ist das nicht. Aber wir sind gut darauf vorbereitet. Und um auch noch mal auf Frau König zurückzukommen vom Verband der medizinischen Fachangestellten. Das Ganze können wir auch nur zusammen in einem Team machen. Und die Bereitschaft hier, denke ich, ist deutlich. Das wurde auch an den Zahlen vom Minister heute unterstrichen. Die Zahl der Praxen steigt. Und in der Tat brauchen wir nachher den Übergang. Den Übergang in die Praxen, wenn die Grundimmunisierung erstmal da ist, geht es ja nachher, und das ist noch alles Neuland für uns, in die Erhaltung, in die Boosterung. Wie wird es weitergehen in die Zukunft? Wir werden mit dem Virus leben müssen und wir werden weiter impfen müssen. Das, in welche Richtung das im Einzelnen geht, muss ich zeigen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man nachher nicht nur die Grippeschutzimpfung macht, sondern unter Umständen auch dieses Virus mit einer weiteren Impfung bekämpft. Das sind entscheidende Schritte, die wir als Ärzteschaft in Deutschland mitbringen können. Sagen möchte ich aber schon noch mal an dieser Stelle, und das betrifft uns alle in Klinik und Praxen, es klang schon an, die Wertschätzung. Aber wenn man das Echo hört, auch von unseren Mitarbeiterinnen, dann ist das etwas, was man gar nicht deutlich unterstreichen kann. Hier geht es gar nicht nur um Honorar, sondern es geht wirklich mal auch um Wertschätzung. Nur so kann auf der einen Seite, können wir Fachärzte in den Kliniken die Spezialversorgung für diese schwer erkrankten Patienten gewährleisten. Und auf der anderen Seite, wenn nicht die Ärzteschaft, und dazu zähle ich hier natürlich auch insbesondere in der ambulanten fachärztlichen Versorgung, den Kliniken den Rücken frei halten. Ich bin Urologe und schwerpunktmäßig onkologisch tätig. Wir haben unsere Tumorpatienten auch im Lockdown weiter versorgt. Das war wichtig. Aber wir haben eben auch gesehen, dass gerade Prävention, Früherkennung so ohne weiteres nicht wahrgenommen wurden. Das konnte man zum Teil nachholen. Aber wenn das nicht geregelt gewesen wäre durch das Engagement der Ärzteschaft, und das geht eben nicht über digitale Sprechstunde und Videosprechstunde, sondern der persönliche Einsatz, sagen Sie, zählt immer noch. Einsatz, ja, und die Praxen eben offen waren. Das war ja ein ganz wichtiger Punkt. Die Praxen blieben offen und auch wenn die Fallzahlen zurückgegangen sind, um eben die Versorgung hier auch zu gewährleisten. Das hat der Minister, Herr Dr. Schröder, das muss man ja sagen, auch noch mal sehr deutlich gemacht, ja, dass er schon anerkannt hat, dass in Zeiten der Pandemie
die niedergelassenen Fachärzte und auch Hausärzte natürlich ein Stückchen weit verhindert haben, dass alles in die Krankenhäuser geht. Das war ja unser letztes Gespräch auch noch, Herr Dr. Heinrich. Ich würde Sie jetzt einmal ganz kurz bitten, Herr Dr. Heinrich, was war für Sie mit eine Überraschung? Also was ich ja schon mal mitgesehen habe, Ihr Konzept wird, Dr. Weihnacht hat es so gut vorgestellt, definitiv an den Minister noch mal gehen. Was hat Sie überrascht bei den Äußerungen des Ministers? Gab es da überhaupt was? Also überrascht vielleicht nicht, aber gefreut hat mich schon das klare Bekenntnis zur Freiberuflichkeit. Ja. Auch das klare Bekenntnis zur Tätigkeit in der Selbstständigkeit. Natürlich hat er erwähnt, dass heute erstmal viele vorübergehend angestellt tätig sein wollen. Und ich habe mich auch gefreut zu hören, dass er das Problem Private Equity durchaus sieht. Ich glaube, da kann er noch ein bisschen drüber hinausgehen. Ich glaube, diese Transparenz ist wirklich wichtig. Natürlich will ich nicht eine GmbH unterstehen haben. Ich habe ja gesagt, den wirtschaftlich Berechtigten. Das muss immer der Endnutzer sozusagen einer Beteiligung an einem Gesundheitsbetrieb sein. Ich glaube, Transparenz ist wichtig. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg mit dem Minister, dass er viele dieser Probleme kennt. Bei der Frage ambulant-stationär, glaube ich, ist tatsächlich wichtig, was Helmut eben da mit auf den Weg gegeben hat, dass man dieses Konzept, das wir entworfen haben, noch mal sehr, sehr genau studiert, weil im Grunde ist das eine Blaupause, das könnte man. Man könnte es morgen umsetzen, weil es eben nicht an der Struktur ansetzt und nicht daran ansetzt, wir brauchen erstmal einen neuen Gebührenordnungstatbestand, sondern es ist letztlich sofort umsetzbar und über die Finanzierung, die da beschrieben ist und die aus den bestehenden Gebührenordnungen gemacht werden kann, wäre das sofort umsetzbar und die strukturellen Veränderungen ergeben sich dann sozusagen als Konsequenz aus dieser Umsetzung. Immer wenn man das versucht, andersrum zu machen, wird es nichts. Also man muss da ansetzen, wo man sozusagen das, was man eigentlich erreichen will, als sekundären Effekt dann hat. Also ich glaube, da sind wir in einem ganz guten Gespräch und ich bin sehr gespannt, wie die nächste Koalition aussieht und wie weit da wir mit unseren Konzepten dann reinkommen. Vielleicht aber da direkt noch die Frage an Herrn Dr. Weinhardt anschließend. Man merkt ja auch beim Minister, dass er sehr darauf aus war, dass man versucht, mit allen Beteiligten in ein Gespräch, in eine Diskussionskultur zu kommen, einen Austausch zu fördern. Wie sieht es denn aus mit dem Vorschlag, den Konzept in der Spiefa hat? Sind da schon die ersten auch Gespräche, unter anderem vielleicht auch mit Organisationen aus dem stationären Bereich erfolgt? Können Sie uns da etwas zu berichten? Das Ganze kann nur vorwärts gehen, wenn wir das Gespräch gemeinsam suchen. Das heißt, wir müssen die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung gemeinsam mit den im Krankenhaus und im Ambulant-Bereich arbeitenden Ärzten an einen Tisch bringen zur Entwicklung einer gemeinsamen Struktur, wie der gemeinsame Zugriff an dieser Schnittstelle funktionieren kann. Der kann nur gemeinsam funktionieren. Jeder Bereich für sich alleine kann das nicht vorantreiben und auch nicht ändern, weil die Bereiche zu starke Trennungsmerkmale aufweisen, wo ich darauf hingewiesen habe, sei es in der Kalkulation, sei es in der Zugangsvoraussetzung. Und dieses sich an den gemeinsamen Tisch setzen. Wir haben auch morgen eine Veranstaltung am Nachmittag, wo Herr Gassen, Herr Dr. Gass, beide mit mir gemeinsam und mit dem Herrn Karst unter der Leitung diskutieren, wie wir das Ganze vorwärts bringen können. Wir können nur gemeinsam diese gemeinsame Schnittstelle, wo die Patienten sowohl ambulant als auch stationär behandelt werden, miteinander entwickeln. Und wenn wir das schaffen, kommen wir auch auf einen Weg, dass die Durchlässigkeit der Systeme erreichbar ist. Die Sofortumsetzbarkeit, so wie der Heinrich vorher gerade gesagt hat, ist die Brücke gebaut, dass man einfach einen kleinen Abschlag auf die DRG-Vergütung macht, um in diesem Bereich auch das sofort umsetzen zu können. Ob es dann bei einer derartigen Kalkulation bleiben muss oder ob man einen anderen Kalkulationsbereich für die Vergütung in diesem Bereich entwickelt, ist dann ein sekundäres Problem. Mit dem Vorschlag, wie er vom SPIFA auf den Tisch gelegt wurde, wäre die Umsetzbarkeit zunächst mal sofort lebbar. Und das müssen wir versuchen umzusetzen. Vielen Dank, Herr Dr. Weinhardt. Ich würde mit einem Blick auf die Zeit gerne noch einmal auch das mit aufnehmen, Herr Dr. Albring, was sozusagen im Austausch zwischen Ihnen und Herr Spahn erfolgt ist, hinsichtlich des neuen Zusammenwirkens von Gesundheits- und Heilberufen zusammen mit den akademisierten Heilberufen, um das jetzt einfach mal so auszudrücken. Der Minister hat ja schon sehr noch mal darauf gedrängt oder
zumindest noch mal den Denkraum aufgemacht, weg von Delegation, Substitution, von diesen Begrifflichkeiten, weil sie doch einen immer doch sehr vorgefertigten, engen Korridor einem vorgeben. Welche neuen auch Gesundheitsberufe sehen Sie im Zusammenhang der Fachärzteschaft? Ich sage jetzt noch Physician Assistant etc., was da entsteht. Und wie kann das eigentlich, ich nenne das jetzt mal neudeutsch, smart integriert werden? Ja, die Integration ist sicherlich nicht einfach, weil man tatsächlich ärztliche Leistungen nicht ersetzen kann. Trotzdem ist es möglich, bestimmte Leistungen eben von nichtärztlichen Berufen zu erbringen. Und wenn man an die Physicians Assistant denkt, dann sind die in der Tat ja schon in vielen Ländern etabliert, aber sie zeigen eben auch Nachteile. Wie Herr Heinrich mal erwähnt hat, dass in Amerika jetzt nur noch Physicians Assistant den Bauch aufmachen und wieder zumachen, führt das dazu, dass diejenigen, die dann die Operation durchführen, das Öffnen und Schließen gar nicht mehr können. Also hier muss man schon sehr genau aufpassen, dass die Leistungen von Ärzten und nichtärztlichen Berufen hier nicht verwischt werden. Wir haben Versuche, ärztliche Leistungen zu ersetzen, auch im Bereich zum Beispiel der Gynäkologie. Hier werden aber zum Beispiel die Hebammen mit einer dreijährigen Berufsausbildung mit auf die Schwangerenvorsorge in Anführungsstrichen losgelassen und werden dort verglichen mit Ärztinnen und Ärzten, die fünfjährige Ausbildung haben plus eine sechsjährige Weiterbildung. Und das ist einfach nicht denkbar. Also hier muss man schon das Maß beachten und das gilt natürlich nicht nur für die Frauenärzte und die Berufe, die ihre Tätigkeit ersetzen können, sondern auch für alle anderen Fachgruppen im gleichen Maße. Nur das Beispiel der Frauenärzte ist schon sehr deutlich und ein schwieriges Beispiel, das uns zeigt, wie problematisch das ist. Trotzdem ist der Mainstream halt in die Richtung der nichtärztlichen Heil- und Gesundheitsberufe und ich hoffe, dass die Politik hier das Maß bewahrt, denn am Ende kommt es zum Schaden der Patientin, wenn man hier nicht aufpasst und der Meinung ist, dass eben ärztliche Leistungen einfach ohne nichts und wieder nichts zu ersetzen sind. Ich werde die Punkte, die jetzt alle gerade noch mal angesprochen worden sind, mitnehmen in die Diskussion morgen mit den Abgeordneten des Bundestages. Ich glaube, Herr Dr. Heinrich, da werden Sie dann auch ganz gut angebracht, denn morgen reden wir tatsächlich mit den Bundestagsabgeordneten darüber, was denn die nächste Legislatur für Schwerpunkte setzen soll. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Und ich bedanke mich bei den Vorständen des SPIFA, dass Sie so fleißig mitdiskutiert haben und in den Austausch mit Herrn Spahn gegangen sind.